Die haben ihr Dorf da drüben. Yay, Bierbrauer erfunden. Das heißt, ich gehe ein kleines bisschen noch erkunden hier. Mit meinem Schwertkämpfer. Oh, Angriff. Das ist nicht, jetzt nicht so toll. Aber zurück kommen meine Bogenschützen wieder zurück. Vom Essen. Weil da kommt noch mehr Angriff. Ja, Schusterei steht schon eine Weile leer, das ist auch klar. Na gut, geh kämpfen, da bist du wahrscheinlich besser aufgehoben. Aber nach den beiden, da ziehst du dich am besten zurück. Ja, auf die Toten einhacken hilft nichts. So, du lässt dich zurückfallen. Du reparierst weiter fleißig den Turm. Während du die Straßen weiterbaust. Ja, langsam wird's mit dem Bier. Du holst Nahrung. Und du? Holst auch Nahrung, okay. Und da fließt das Bier in den Kessel. Und wir haben noch mehr Bier. So, du legst dich mal auch schlafen. In der Hoffnung, dass du vielleicht im Schlaf dich schneller heilst. Dich trainieren wir. Der Verteidigungsturm ist fast schon repariert. Die Straßen sind auch ziemlich fertig. Okay, Verteidigungsturm ist repariert. Du solltest jetzt Hunger und Müdigkeit haben. Du kannst auch trainiert werden. Sehr gut. Seht euch mal die Nahrung an. Gucken wir mal kurz in die Statistiken. Waren. Ah, Nahrung. Jo. Hier hatten wir immer so ein Hoch-Runter-Stagnation. Aber hier sieht man, wie die Nahrung immer weiter anwächst. Was sagt das Bier? Ja, Bier steigt. Geschirr fällt langsam, genauso wie wahrscheinlich unsere Holzwerkzeuge. Ja, Holzwerkzeuge werden langsam etwas wenig. Deswegen wirst du nachher gleich mal wieder neue machen. Ja, zum Glück sind wir bald mit den Straßen fertig, weil Stein wird auch langsam Mangelware.
Aber alles in allem haben wir jetzt eine zu 100% autark funktionierende Siedlung. Wir haben einen Bäcker, der uns mit Nahrung ziemlich gut versorgt. Ein einzelner. Wir könnten uns sogar bei dem Mehl, das wir haben, bei dem Mehlüberschuss, einen zweiten leisten. Hätten wir den Bierbrauer nicht. Wobei, wir könnten jederzeit den Bauernhof noch etwas steigern, indem wir einen dritten Farmer hineinpacken. Das erhöht schon die Produktivität ungemein. Man braucht keinen zweiten Bauernhof unbedingt. Dann könnten wir wirklich eine Brauerei und zwei Bäckereien mit einer Mühle betreiben. Wir stellen Holzmöbel, Geschirr, Schuhe und Holzwerkzeuge her. Gut, Holzwerkzeuge sind nicht ganz so gut wie Eisenwerkzeuge, aber wir haben leider noch keine Möglichkeit, sowas herzustellen. Wir haben einen Goldschmied und einen Goldsucher, aber Wetter ist vielleicht hier auf dem Berg Gold, aber da bis dahin wollte ich mich jetzt nicht unbedingt ausbreiten. Wenn, dann müssten wir hier einen Goldschürfer, einen Goldschmied und ein Lagerzelt hinbauen mit einem Träger. Und dann den Händler zwischen hier und hier pendeln lassen. Und natürlich ein Dreifamilienhaus, wo die drei drin wohnen können. Aber ja, solche Expansionssachen bringen wirklich erst was. Oh, wir haben fast keinen Stein mehr. Ja, man merkt, er kann den Stein hier nicht mehr abbauen, weil hier keiner mehr ist. Also muss er immer da oben hinlaufen. Das macht ihn dann doch etwas langsamer. So, das heißt, Struller, du wirst jetzt zum Träger, weil das letzte Stück Straße kriegt Snorri noch alleine hin. Oder ihr holt euch da oben einfach selber nochmal Steine. Du bist noch leicht angeschlagen. Ja, wir haben fast unser Bier eingelagert. Das heißt, wir können bald mit dem Handel anfangen. Eigentlich könnten wir mit dem Handel schon anfangen. Oh. Ja, stimmt. Bierbrauer gehören zum Militär. Zur Militärproduktion, deswegen muss er auch ab und zu mal beten. Na gut, Pilzsammler und Druiden hätten wir. Ja, mit den dunklen Wäldern sind wir feindlich. So, das heißt, du wirst umgeswitcht zum Händler. Sobald du mit deiner Aufgabe fertig bist. Du kannst mal kurz hier oben lang gehen, um da noch ein bisschen aufzudecken, dass wir Angriffe noch ein Stückchen früher sehen. Ah, Holzwerkzeuge 20. Ja, super. Ich habe da vergessen, die Produktion umzustellen.
Ja gut, mach ruhig doch die neuen Holzwerkzeuge. So, du bist Händler, das heißt, das ist deine erste Handelsstützpunkt und das ist dein Ziel. Und du tauschst Bier gegen Leder. Ja doch, jetzt hast du einen. Und du holst Bier. 6 Flaschen, weil mehr kannst du nicht. Weil du musst 10 Leder zurückbringen. Oh, du bist hungrig. Oh, du bist arg hungrig. Oh, wow, 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 wow. Du wartest in der Schule, ja. Du wirst zum Träger gemacht. Bei das Stückchen Straße kriegt unser Bauarbeiter alleine hin. Ja. Jetzt, da er null Nahrung hat, geht langsam die Gesundheit runter, aber zum Glück sehr langsam. Das heißt, wir haben gerade noch so Zeit zum Reagieren. Ich hätte nichts sagen sollen. So, du bist Träger. Das heißt, du arbeitest jetzt hier im Lager, weil die Bierbrauerei kommt ganz gut alleine klar. So übertrieben viel Bier brauchen wir ja auch nicht. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Ich hoffe bei ihr, dass unser Händler bald mal mit der ersten Lieferung ankommt. Ah, guckt euch das an, wie voll das Jägerzelt jetzt wieder ist. So voll, dass er schon die Schusterei vollgepackt hat mit Leder. Ja, Leder sollte kein Problem mehr sein. So, du hast gegessen und erholst dich langsam wieder. Dann mach mal das Fischerzelt leer. Und wir reißen es mal ab, weil brauchen tun wir es nicht mehr. So, Holz und Leder bleiben übrig. Und ja, das ist gut, dass der Verteidigungsturm jetzt am Jägerzelt hängt. Das heißt, ihr beide könnt dort mal essen gehen. Ich habe keinen so langen Weg mehr. Wer der Bäcker die gesamte Siedlung mit Nahrung versorgt, versorgt dass der Jäger meine Soldaten mit Nahrung. Ist auch mal schon mal gut. So, ihr esst ruhig zweimal. Weil bis jetzt ist kein Angriff in Sicht. Wenn, dann kommen sie irgendwo hier oben rum. Wo ich aufgedeckt habe. Ja, das sieht so viel besser aus, was Nahrung angeht. So, unser erstes Bier wurde gehandelt.